Pfingsten 2018 im Preßnitztal. Da lautet das Motto: Zu Pfingsten gibt es vieles doppelt. Die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V. hat sich wieder einiges einfallen lassen, um Eisenbahnfans aus nah und fern nach Südsachsen zu locken. Zusammen mit der Verlagsgruppe Bahn und der Firma Märklin feiert der Verein den 50. Geburtstag der LGB. Und wo geht das besser als dort, wo die Modelle noch als Originale unterwegs sind? Bevor wir aber zu den Höhepunkten kommen, muss erst einmal eine Menge vorbereitet werden. Und das bedeutet erstmal eine Menge Schippen. Denn immerhin sind Fahrten durch das schöne Preßnitztal bis in die Nacht geplant. Die teilweise über 100-jährigen Maschinen entwickeln einen gesunden Appetit nach Kohle und Wasser und beweisen mit viel Dampf, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Eine Maschine, die 4K mit der Nummer 99-1568-7, wird allerdings ganz besonders herausgeputzt und erhält einen besonderen Schmuck auf dem Wasserkasten. Doch dazu später mehr. Zunächst begrüßt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Mario Böhme, einige Gäste in der Fahrzeughalle in Jöhstadt. 2018, was hier im Preßnitztal dieses Jahr unter dem Motto 50 Jahre LGB, Modell trifft Original, steht. Die Gartenbahnmarke der Firma, der weltbekannten Firma Märklin aus Göppingen, wo wir schon einige Vertreter angereist sind, den Weg hier nach Jöhstadt, am Rande von Deutschland, aber mitten in Europa gefunden haben, also herzlich willkommen, sind schon da. Wir sind stolz, dass wir zusammen hier dieses Pfingstfest unter dem Motto 50 Jahre LGB feiern können. Umso mehr, dass die Eröffnungsveranstaltung im schweizerischen Chur stattgefunden hat. Landquart, nahe Chur. Und die zweite Veranstaltung quasi am nächsten bedeutenden Ort in Europa, in Jöhstadt ist, bevor dann im Herbst am Stammsitz der Firma in Derzdorf auch noch zum Historic Mobil, ja, noch einmal in Sachsen. Und dann am Stammsitz in Göppingen Veranstaltungen unter dem 50 Jahre LGB stattfinden. Ja, warum Jöhstadt? Weil wir, denke ich, besonders nett sind. Ne? Nein, ein Modellbahnhersteller ist natürlich auch immer irgendwo ans Original gebunden, weil die schönsten Modelle sind natürlich immer die von einem Original. Und da ein Bereich, aber ein ganz wichtiger Bereich, die sächsischen Schmalspurbahnen sind und auch die Bahnen auf Rügen, die beide 750 mm Spurweite haben. Das, was wir hier haben, lag es also nahe zu sagen, okay, wir veranstalten zusammen ein Fest im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums. Original trifft Modell. Und deswegen haben wir dieses Jahr zu Pfingsten nicht nur unsere bekannten sächsischen Lokomotiven der Baureihe 4K und 6K hier im Einsatz, sondern auch zwei Gäste aus dem Hohen Norden. Zwei Dampflokomotiven des Rasenden Rolands, die MH 250 99 4632 und die Heeresfeldbahnlokomotive 99 4652, die es, ohne dass ich zu viel verraten möchte, hier auch im Modell zu sehen und zu kaufen geben wird. Wir haben also ein sehr umfangreiches Programm vorbereitet. Hier in der Fahrzeughalle, um die Fahrzeughalle herum, wird es also einige Ausstellungen, einige Modellbahnanlagen der Gartenbahnspurweite geben, von Sachsen da hinten bis hin, sage ich mal,
zu Anlagen aus dem Rheinischen. Wir haben auch eine Westernanlage da. Also rundum wird es viel zu sehen geben. Der dritte Kooperationspartner im Bunde bei dieser Veranstaltung, die Verlagsgruppe Bahn, ist auch mit einer Messepräsentation hier vor Ort. Und man kann also dann nicht nur das Original, das Modell, sondern auch die entsprechende Fachliteratur hier dazu bestaunen, erwerben und mit den ganzen Fachleuten ins Gespräch kommen. Wir haben einen umfangreichen Fahrbetrieb vorbereitet mit den Gastlokomotiven, mit unseren Lokomotiven. Wir werden hier tagsüber im Dreiviertelstundentakt fahren. Die Fahrzeughalle wird zusätzlich noch mit einem Pendel angebunden an den Bahnhof Höchstadt. Wir werden, wie es traditionell üblich ist, bis in die Nacht hinein am Samstag, also von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag, unsere Züge im Einsatz haben bis 2 Uhr. Also wer im Pressnitztal schon immer mal des Nachtens fahren möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen. Entlang der Strecke von Steinbach bis Höchstadt wird es überall entsprechende Festivitäten, Veranstaltungen geben, die man besuchen kann, die die Zeit, den Besuch hier zu einer Kurzweil werden lassen. Ja, ich denke, so viel mal in aller Kürze. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Modell, der 99-15-68. Wie Sie sehen, ist die mit unserem Festlogo am Wasserkasten gedruckt. Von diesem Modell gibt es eine limitierte Auflage von nur 5 Stück, die über die Homepage der LGB meistbietend versteigert werden. Die Versteigerung läuft noch bis zum 31.05. Also ein absolutes Unikat, zumal gerade auch dieses Modell im Moment nicht gefertigt wird. Also für alle ein Muss, für alle Gartenbahn-Fans, die sich vorrangig auf den sächsischen Straßenbahn verschrieben haben, ein Muss. Und hier kann man also das Modell bewundern und dann wird hoffentlich auch das Interesse geweckt, dass nach Hause zu holen und an der Versteigerung teilzunehmen. Also auf ins Pressnitztal nach Jürstadt.